Herzlich willkommen zu einer neuen Lektion Java für Tusiem General. Beschäftigen wir uns heute mit Zeichnen, mit Java, respektive dann mit NetBeans. Was machen wir? Wir versuchen ganz einfach, mal zu erklären, wie es geht. Wir probieren mal Java momentan wegzulassen, aber die Ideen bleiben wir selber. Wir schätzen aber über Pixel und so Sachen. Das ist, wie immer beim Zeichnen, wir haben ein Canvas. Okay. Canvas kann man von denen die malen, dass die weiße Fläche wird malen, etwas malen, zeichnen. Okay. Das ist mir ein Canvas. Ein Zeichenanlage. Ein Zeichenanlage. Das ist theoretisch müssen so etwas kriegen. Das ist nicht, was wir wollen. Ich will ein Quadrat. Das ist das am Java quadratisch. Okay? Mhm. Das ist ein Quadrat. Den haben wir da. Ein paar Quadrate sind rechteckig, sind mit denen hast du. Und den wird für Proprietäten. Wir nennen das so. Wir haben hier oben ein kleines Karo. So. Das geht den nicht ganz gut. Ich probiere den. Das ist der nächste Pixel. Okay. Und hier sind überall Pixel. Das ist gesagt, hier mit meinem Dingen bis hier als ein Pixel. Und hier nur ein Genre Pixel. Also ich fange an links. Das ist hier fängt nicht links, an. Links oben. Links oben. Das ist genau das, der 0,0. Das ist. Ups, ich schaue mal hinterher. Da hast 0,0. Okay. Und wir gehen das Richtung. Am Y, das Richtung am X. Und kriegst du Canvas definierst am Anfang oder ist sie fest? Die ist riesig. Die wird kein Gräst. Ach so. Die wird aber ein visibel Gräst. Ah. Die kann ich freuen. Das ist ein Parameter oder eine Methode, die als irgendwie ein Width geht, larger, und ein Haste. Geht er mit der Fenster auf, die du weißt du noch? Ja, das Fenster, die wir gesehen. Okay. Wenn du ihn aber da besser malt, das ist kein Problem, das ist ihm egal. Er weiß jetzt, was er tun. Okay. D'accord? Aber das ist ein Canvas, theoretisch. Mhm. Aufgepasst, wir haben hier Pixel. Das ist die Pixel mit Koordinat 0,0. Ja. Aber das ist schon der nächste Pixel. Mhm. Und schon with Pixels. Ah, das ist immer ein Minus, ja. Muss noch passen. Mhm. Das ist hier die Koordinat hier von dem Pixel, als am Fong an der X-Richtung. With minus 1 an der Hecht auch minus 1. Normalerweise spielt das wenig Rollen, außer wenn ich zum Beispiel einen Rum malen. Hat die genau ein Pixel dicker? Die Pixel breiter. Aber wenn du passt, dann gesagt, den habe ich einen Deal nicht mehr. Das ist das, was du musst nur so denken, wir fangen bei 0,0 an, aber wenn ich dann zum Beispiel 3 Pixel habe, ja, dann hast du 0, 1 und 2. Mit der Breite. Erinnert dich an den Löschten? Ja, den Index von der R löscht, ja. Das ist das selbe Prinzip. Mm, mm. Okay? Ja, ich meine, das verstehen wir. Das verstehen wir. Das was wir von Lohei brauchen. Mm-hmm. Direkt in Zweitser, die wir hier können sprechen, das zu machen. Das geht los. Es ist schon noch die Möglichkeit, für das Ton zu füllen. Mit Farben. Das sehen wir hier noch, wie wir das machen, das ist egal. Wenn ich das Ton eine Farbe will, ich kann Farbe wählen. Mit diesem Tool ist es bequem, es geht vom selben. Das ist besser wie Java. Also das ist einfach wie Java. Definitiv. Du musst schon scheinen zu weißen. Ah. Weiß, was geschieht, wenn ich weiß, Mann? Da löscht eine Stadt, was viel drauf war. Nur du bist einfach überdeckt. Einfach überdeckt. Das ist immer mir spät, wie das interessant ist. Hm. Was ich aber will unbedingt weisen, schon einmal ein kleines Toolchen, mir Farben. Das ist am Java, du musst direkt schon ein bisschen von Java, mir Farben. RGB-Modell? Ein RGB-Modell. Wir können auch den CMY gebrauchen, aber das ist mir komplex. Wir bleiben nur beim RGB, das ist mir ein Fischmühlen, Spezialklasse. Ja, wenn ich weiß, ob weiß, malen geschieht, genau das, gesagt ich nicht. Dann mache ich eine Farbe, voilà. Und die noch so ein bisschen Ring. Voilà. So ist besser. Okay. Color. Color-Klasse. Mhm. Anders ist schon prädefiniert Farben. Das ist konstant. Punkt, die Konstante. Wie beim Matt, großen C. Ja. An der Hunde zum Beispiel, entweder majuskül oder klein. Green. Das ist ein prädefiniert Farb, green. Ich kann die majuskül oder minuskül schreiben, spielt keine Rolle. Da müssen die Basisfarben, red, green, orange, yellow, blue, also. Black, white. Mhm. Da haben wir noch ein paar Grays. Mhm. Die geht das schon. Mhm. Oder, was wir immer gebrauchen, um die Kurve. Also, Screen ein Objekt? Das ist ein Objekt, von der Typ Color. Okay. Nee, das ist just das Kind, das kein Int. Also das kein Int, das ist wirklich ein Objekt. Mhm. Weil wir können noch ein New
Color Man. Ja. Klammer op. Und mit drei Zwölen. Ah, das ist R-Wert. Okay. G, B. Okay. Red, Green, Blue. Das ist keine Komponente nur dann. Von 0 bis 250. Okay. Ach, bitte. Und eventuell, das ist das, die ich mir schon ein A. Alpha Channel. Ah, okay, viel transparent. Viel transparent. Es stärft das Mann. Muss ich nicht. Das hängt davon ab, was ihr wollt. Das sind dann Alkaias Zwölen. 0 bis 255. Ich meine, Jitrin erkennt den 0 bis 255. Ja gut, Jitrin, die man gerade bald gesehen hat. Ne? Voilà. Ich hoffe mal, dass diese nicht vergisst gehen. Die mich hat im Englisch, sie gepängig gehen. Ja. Weil das 256 Wärter fängt bei 0 an bis 255. Ich kann auch für die, die wirklich wollen... 256, du wolltest so ein 256, du hast verspart. Ja, mit einem 256 Wärter von 0 bis 255. Ja. Für die, die wollen... Ich weiß nicht unbedingt gerne davon. Wir können noch Werte zwischen 0 und 1 nehmen mit. Das ist ein Float. Ah. Wie wandelt dann automatisch? Intern wandelt ihr das. Okay. Ja. Problem ist, das ist ein Float, dann muss ich ihn antippen. Das ist nicht immer praktisch. Dafür ist du ein New Color gemacht? Und dann gehen ich die 3 oder 4 Werte und dann kann ich die entsprechend 5. Da kann ich all den ganzen Rainbow einfach hier durchstellen. Vom RGB-Modell. Ganz genau. Ich, mit einem Alpha-Channel. Also ein Objekt, wo wir den Num können wählen, wie wir wollen. Ja, da können wir dann eine Variable speichern, können wir dann mal machen, was wir wollen, und wir können dann mal da. Wahrscheinlich sind die 4 definiert, sind da verboten, oder wie? Doch, da kann ich nur gebrauchen. Okay. Das hängt von der Angebot, hängt davon, was die wollen. Das ist ganz praktisch, für direkt die Items zu wählen, weil da brauchen sie sich keine vorzustellen. Zum Beispiel weiß, wer das schon mal weiß, also 000 oder 255, 255, 255. Ja, das ist alles voll, ja. Ja, muss ich wissen. Das ist das 000, das ist schwarz, und 255. Ja, hat sie wie die drei Projekte drin, die drei Looten, die Uzi, wenn sie ganz aussehen, sind sie schwarz, dann sind wir gar nicht. Voilà, das ist ein additives Verfahren. Ja, ja. Voilà, das nehmen wir für das Duino zu machen. Ich muss eine Canvas an der Tour. Ich gehe das Duino alles löschen. Was wir sehen, alles selektionieren. Für was will ich ein bisschen wollen. Am Eisen Java-Kur, wenn ihr so wollt, haben wir nicht viel Möglichkeiten für zum Zeichen. Wir brauchen nur ganz, ganz, ganz wenig Sachen. Das ist, dass wir können einen Lin malen. Okay. Und die wird dann, wie immer, Startpunkt, ups, da, dann wird der Startpunkt und wird ein Endpunkt. Ah, zwei Koordinaten. Zwei Koordinaten. Koordinaten. Und wird kein Längd, kein Hecht. Das ist okay, Startpunkt. Das ist kein, nee. Nein, so. Das ist einfach, ich gehe einfach Startkoordinat und Endkoordinat als Pixel. Okay. Mehr ist es nicht. Muss ich aufpassen, wenn ich so eine Schwelle Linie von 10 Pixel breit, ja, dann ist es 0,0 bis 0,0. Drum denken. Voilà. Zweiten Objekt, den wir malen können, also Quadrat oder Rechteck. Oh, schon falsch. Ah, nein, du sollst ja nicht im Moment, du sollst breit. Wenn ich so eine Schwelle 10 Pixel breit, dann hast du die erste Koordinate. Moment, ist es lang oder breit? Was meinst du damit? Ah, das zum Beispiel, dass an den zwei richtigen Zellen das. Après, deckt also mal ein Pixel. Du hast mir kein... Aber das ist einfach, was ich wollte. Ah, ich habe schon, ich habe mir verspart. Ich habe gesagt, okay, du wolltest direkt so also wie dick aus dem Strich. Deckt vom Strich aus immer ein Pixel. Wir können nicht mehr, was mit dick ist. Oder wir malen drei. Die nehmen nicht allein. Okay, das ist kompliziert für auszurechnen, was Koordinaten das ist. Ganz genau, das ist ganz schwer. Ja, das vergisst man. Wir machen immer ein Pixel breit. Ah. Stricher, alles mit einem Nummer mit einem Pixel. Okay, okay. Das möchte ich mir einfach okay. Effektiv, manner schön auf verschiedenen Fällen, wie das die entschmilzt. Okay, das ist gut. Was ich gemeint habe, effektiv. Du warst lang von dem, von dem, von dem Segment, ja. Ich wollte effektiv so, das tun, respektive das tun. Ah. Wenn ich 10, 10, so, und ich will 10 hoch und 10 breit, dann ist mein Koordinat hier 0, 0 und 0, 0. Okay, I see. Einfach immer drum, mit Pixel schwarz müssen aufpassen, Konversion der Koordinaten. Okay. Das hat er nicht gemeint, effektiv. Okay. Das war nicht klar genug. Breit als effektiv immer. Okay, gehen wir den zweiten Objekt sichern. Wir haben dann Quadrat oder Rechteck, das ist das Wurst. Wir haben ein Startkoordinat, Woven. Woven links. Das ist mein Startkoordinat. Okay. Woven links. Startpunkt an. Dann schauen wir das. Zwei Werte, oder? Zwei Werte. Die da? Okay. Width and height. Okay. Rum, ein Pixel. Da muss ich mal. Aufgepasst, es gibt zwei Varianten. Eine Variante mit einem Strich und Rum, abbanden, transparent.
Okay. Oder die andere Variante. Gefüllt. Gefüllt. Und du hast dieselbe Strafe wie der Bar. Mhm. Abgepasst, du hast es dann nicht with me, with minus 8. Muss ich noch passen mit dem. Die zwei sind ein bisschen ernst. Okay. Muss ich ein bisschen experimentieren. Heinz, du meinst den Gift in Ego. Der viel als wirklich so viel Pixel. Mhm. Das funktioniert wie man. Wenn man just drum baut, möchte ich ein Pixel mehr high und ein Pixel mehr innen. Für das ein effektiv an der Schlaggift drauf malen, da bleibt die dort visibel. Das ist eine Spezialität von Java, haben sie nie geändert. Dundask, ja. Voilà. Dritten Objekt, den wir gebrauchen können. Die Ellipse. Ja. Die Ellipse, so wie Kreis oder eine Ellipse. Ich meine, die müssen mich schön heuer damit. Ja, okay. Selber ist das Prinzip, aber das geht erst ganz gut aufzupassen. Heuer ist mein Startkoordinat. Von einem Rechteck, den du fährst, oder wie? Ganz genau. Das möchte sagen, hey, ein bisschen kompliziert. Hm. Ich muss dann immer daran denken, ah ja, schon heuer so ein Rechteck. Ja, scheint doch nicht drin. Schon heuer Rechteck. Die genaue B-Punkte, wo geht ja. Par rapport zum Zentrum. Heuer ist ein Zentrum. Wie geht das nicht? Was wir haben, ist effektiv Startpunkt. Das ist auch zu einfach, weil ich einfach die Gefühle, weil ich schon so Mathe kennt. Startpunkt an Röm Zellwürst. Okay. Hate with. Hoch genau das Zellwürst in der Rechteck. Das ist unser Platz. Rechteck zum Beispiel muss in den Ellipse. Da musst du aber irgendwie vorstellen können, wo dann, wie dein Ellipse entsteht. Das ist dann noch Try and Error. Das ist Try and Error. Das muss ich nur denken, ja, schon müssen sein Ellipse oder kriegst du das immer zentriert, schon x, y Koordinat vom Zentrum, du musst dir Röm rechnen. Das ist immer ein Beispiel. Aber leider, das ist so. Gefällt, nicht gefällt. Die zwei Möglichkeiten noch. Und dann die letzten. Da geht es dann ein bisschen mehr spezialisiert. Sagen. Ich kann auch einen Text schreiben. Ja, das ist ein Textbox. Wann in so will, das ist einfach ein Text. Hm? Mit der Schrift, die ist prädefiniert, das stand der Text. Und einem Hai, schon nicht mehr in Englisch, das ist der heutige Punkt. Das ist gestern innen. Ja, und ich weiß nicht, wie breit er geht. Das ist mal normal, wie wir gebrauchen. Hier malt einfach den Text, das ist schwer, so viel dann zentriert zu können. Wenn ich etwas will, wie proper sieht, wäre das schwer. Da muss ich ein paar Pixel hin und her bewegen. An den einzelnen Punkt setzen in Swoosh geht da doch? Ja, das ist einfach ein Lin von 0,0 auf 0,0. Ah, okay. Deshalb Start- und Endkoordinat möchte der Punkt. Mhm. Wenn du das mal rausdecken möchte, dann muss er Width und Height von einem Punkt setzen. Ein Pixel, das geht doch. Okay. Aber meistens möchte ich nicht mal denken, Lin, weil da brauche ich das Koordinat in zweimal anzugehen. Das sind am Anfang die Feier. Sachen, die wir gebrauchen können. Okay. Nein, also nicht. Schön. Und alles wird Farben. Müsste machbar sein, oder? Die meisten Sachen kann man nochmal machen. Ich möchte nicht super Grafik wie ein 3D-Spiel von heute. Nein, das kann aber schon ziemlich elegant sein. Eine super Sache nochmal machen. Okay, also kannst du den Funktionsplotter du machen? Du kannst einen definitiven Funktionsplotter du machen. Jo! Vielleicht nicht das nächste Projekt, oder? Nein. Okay, Majota, so mal, merci für die kleine Nullleistung, für diese kleine Intro. Und dann geht es weiter mit Java-Code am nächsten Video. Merci.